Domnus schickt seine Pokémon raus, er kennt sich mit ihnen super aus, meint er. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Unite mit mir, dem Terminus, der endlich den Battle Pass voll hat. Tatsächlich ist das neue Update draußen mit Tromborg, was ich mir nicht leisten kann. Ich bin jetzt bei 9200 Geldos von 10.000. Also, wird, aber ist noch nicht. Ich komme aber ran. Dafür haben wir jetzt so ein geiles Snazzy Absol, was mega geil ist. Mega geil. Also ich finde den Skin tatsächlich cool. Wieder so ein bisschen, müssen die Pokémon so Kleidung tragen? Ja, nee, aber dafür gibt es ja diese Skins so kacke. Wird nice. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, I go Top Path oder so, weil das Rad irgendwie geändert wurde, da stehen jetzt einfach andere Dinge. Und okay, cool. Der hat mich gesehen. Ah, ich habe kein Score Shield. Kann ich aufhören zu brennen? Ja. Oh, da kam. Hast du gesehen? Der wollte. Down. Aber ohne Hilfe geht nicht mehr. Ich gehe. Ich mag das neue Rad nicht. Ich muss mich da einfinden. Das weiß ich nicht, was ich sage. Das ist unpraktisch. Das ist sehr unpraktisch. Unten währenddessen hat große Probleme, aber kann ich jetzt nicht viel machen. Ich muss mir meinen Jungel holen. Ich wollte eigentlich gerade meinen Fluffy-Teil einsetzen. Da dachte ich so, dann mach ich's hier. Ah, nice. Psycho-Cut. Dann würde ich mich gerne heilen eigentlich. Aber Wissitze. Erstmal die Back-Animation. Auch nice. Ich versuche jetzt mal nach unten zu rennen und denen ein bisschen zu helfen. Dass sich Freund Nase entwickelt. Das Problem ist, die Zeit ist jetzt irgendwie komisch. Irgendwie ist alles komisch. Wir können jetzt 10 Sekunden warten, da kommen nämlich gleich die Bienen. Aitera könnte sich heilen. 5, 4, 3, 2, 1. Vollgas. Jetzt haben wir nämlich ihn entwickelt. Ja, gehen wir. Wir wollen nicht in deren Tor kämpfen. Geil. Die anderen kommen, Pikachu kommt sogar. Das ist mega gut. Sexy geil sogar. Oh, ich sehe jetzt erst, das Kostüm sieht irgendwie lustig aus. Das mag ich. Ne. Oh, ich sterbe. Ja, wir haben Altera. Muss aufpassen. Ein bisschen gefährlich. Wir heilen uns mal ganz kurz. Ein bisschen. Sie kann auch noch unsere Heilerin heilen lassen. Ist, glaube ich, echt keine dumme Idee. Die hat Bodyguard. Oh, da sind sie wieder. Oh Gott, da war ein Überstrahl. Sie ist fast down hier. Was klebt eigentlich so an meinem Arsch? Weil ich Jungler bin? Das ist mir irgendwie unangenehm. Bah! In die Blöre. Jetzt muss ich gehen. Ich würde gerne sagen, hätte zu der Top Pass, aber du weißt schon. Solchen Luxus gibt es. Die haben noch nicht angefangen. Der Jungle liegt jetzt so da. Das ist, tut mir im Herzen weh, ja, aber. Oh, die haben erst Bienen gemacht. Sie sollte sich heilen. Ich weiß nicht, wo gleich der Sturm kommt.
Haben die nicht gesehen? Haben die nicht gesehen? Haben die nicht gesehen? You're on fire. Fuck. Fuck, das killt mich. Aber er kriegt's noch. Das war's wert, weil ich gehe jetzt einfach in die Mitte. Die haben Rotom. Oh, das läuft. Ich muss euch sagen, ich spiele in letzter Zeit so gut wie nur Dragoran, was jetzt ein bisschen genervt wurde, aber immer noch mega gut ist mit Überstrahl. Ich sage euch, mega gut. Und ich habe nicht erwartet, dass das Match so okay wird. Gerade weil Jungler ist nicht ganz meine Rolle. Da bin ich nicht perfekt drin. Und dann dachte ich auch bei dem Gegnerteam, die haben Hilfe, relativ gute Pokémon. Zickzack. Du nimmst, du kriegst. Gerne, gerne. Ich kann dir nicht sagen. Ich muss gucken, gibt es noch eine andere Einstellung, dass man das Rad quasi wieder ändern kann, dass man sagen kann, hey, ich gehe Bottom Pass und so ein Bullshit. Oder ist das jetzt einfach weg? Das fand ich ehrlich gesagt nicht unpraktisch. Die Gegner wissen es lassen. Hey, die Gegner wissen es lassen, wo man ist. Die Freunde wissen zu lassen. Hey, was geht ab? Gott sei Dank, das hätte auch anders ausgehen können. Der ist down, da oben sind noch mehr Freunde. Da kam gerade das Dragonite, was aber recht geil ist, weil... Jetzt war es nicht da beim Kämpfen. Auf. Nice. Super nice. Das funktioniert gerade so gut. Ich verstehe es nicht. Aber ich nehme es an. Psycho-Card, wir sind Level 13, vor Minute 3 wohlgemerkt. Wir kriegen den Fluffy Tail zu Rotom wieder. Ganz kurz danach, ja, aber... Stinky Puppy, sage ich immer. Da habe ich, glaube ich, gerade gekriegt. Das Krebscore war mit einem Schlag ziemlich schnell runter. Wir sehen niemanden. Wir sehen niemanden. Den macht ihr fertig, ich hab genug gemacht. Ist das fies! Fluffy Tail, komm. Sind wir krass? Also man sieht mir an den Leben, auch mein Bändchen ist wieder gerissen. Das passiert nun mal. Ja, ich... Ja, der Push war zu viel. Schade, schade. Sind sie halt immer wieder hingesprungen. Oh, und jetzt... Auf Zeit achten. Wenn die das überleben, was gerade sehr schlecht aussieht. Der ist im Hyperstrahl ausgewichen. Das habe ich genau gesehen. Hytera? Ich habe auch keine Ulti. Bisschen verarschen. Jetzt müssen wir schnell in die Mitte. Ich als erstes, weil ich mache Damage. Oh, die sind weg. Glurak. Oh, Glurak. Nee, will nicht. Oh, jetzt war ich da, um wieder zu gehen. Und jetzt machen die das, weil da sind nur zwei von uns. Oh, dass das Glurak Ulti hatte und ich halt nicht, war jetzt mega ärgerlich. Vor allem, weil das Match so gut lief die ganze Zeit. Hast du irgendeinen Move? Ne, nicht aufgeben. Niemand kann das Ding killen. Pikachu hätte irgendwie helfen sollen, Glurak zu killen, aber er kann auch Glurak killen. Oder ich. Oder ich. Das war's wert. Das war's wert. Jetzt helfe ich Lucario. Oder auch nicht. Wir müssen. Go, 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 Power Ranger. Fuck, ich hab's einfach nicht mitgenommen. Egal. Ich hab nichts. Aber das ist meine Stärke. Kriegt Lucario durch? Nee. Nee, 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 nee. Fuck. Das war alles, was wir brauchten.
Dafür sterbe ich. Die haben nicht wenig abgegeben. Wir konnten auch. Wir konnten deren Lucario aufhalten, deren Wiggly, glaube ich. Boah, ich weiß es nicht. Weil ich hatte ja jetzt auch keine 50 abgegeben. 50 hätte ich vielleicht gar nicht abgeben können. Wir beide haben noch abgegeben. Das war's. Ich weiß nicht, Pikachu vielleicht? Ah. Aber das Match war trotzdem gut. Bis wir bei Zapdos natürlich wieder reingeschissen haben, weil ich doof bin. Also bin ich mal ganz kurz. War ich okay? 60.000? Ja. Ja. Wir haben das noch gut gemacht. Der war überraschend gut. Knackrack. Viel besser geworden. Du natürlich wieder genervt. Schön, schön, schön. Aber war trotzdem ein gutes Match. Da bin ich mal so, dass wir verloren haben. Das war hübsch. Ich konnte ein bisschen Absol zeigen. Absol hat mir einfach zu wenig KP. Kann ich persönlich nicht mit umgehen. Aber wir werden sehen, was es sonst noch gibt. Vielleicht kann ich beim nächsten Mal Dromborg spielen. Ich habe noch ein Dragoran-Video vor dem Patch. Und dann hoffe ich 15.000, dass das geht. Oh, es gibt jetzt ein Battle again im Ranked. Ich will aber ganz kurz gucken, wegen Geld und so. Mir fehlen noch 700 Münzen. Man könnte sogar sagen 651. Aber die kriegen wir zusammen. Weil dann, ist es Zeit. Und ich glaube, Dromborg, hier ist er, kann ziemlich witzig werden. Ich freue mich drauf. Kostet 10.000. Bisschen fies, sonst hätte ich ihn mir leisten können. Ah, so viel Geld. So viel Geld. Und ihr seht, ich habe gerade für den Battle Pass die Kristallenten, aber das will ich nicht machen. Das will ich nicht machen. Egal. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Temmer ist raus.